Mein Name ist Sarah Voss, ich bin Mitglied der deutschen Nationalmannschaft im Kunstturnen und ich starte im Mehrkampf bei den Olympischen Spielen in Paris. Gesagt haben, wir würden dich auch unterstützen, ne? Weil wir auch seinem Verbund Kölner Athleten auch unterstützen. Und da hast du ja von uns ja auch das Bike und auch noch Equipment bekommen. Beschreib das mal so. Wie ist so dieser Bereich für dich, so dieses Thema Athletik oder Fitness jenseits hier der Turnmatte und des Racks und so weiter zu betrachten? Hat einen zunehmend wichtigen Faktor natürlich eingenommen. Also ich mache speziell jetzt Hanteltraining, Krafttraining auch mit einer speziellen Krafttrainerin zusammen seit auch 2016 etwa und 2021 noch mal ein Stück intensiver, weil ich so nach Tokio gesagt habe, okay, das ist es nicht und ich möchte irgendwie noch besser werden oder ich möchte das Erlebnis 24, wenn ich es erreiche, viel, viel intensiver und viel, viel schöner erleben und fitter sein und die beste Version von mir selbst, sage ich gerne. Und da haben wir uns intensiv natürlich mit Krafttraining und Ernährung auseinandergesetzt und wirklich an vielen Stellschrauben arbeiten können. Man muss halt auch eben sagen, als Turnerin, und das hört sich blöd an, gehöre ich schon zu den Älteren. Deswegen muss sich da auch im Training was ändern. Also du kannst nicht 100.000 Mal deine Übungen machen in voller Schwierigkeit, die du auch im Wettkampf zeigst. Da musst du eben auch körperlich im Vorhinein schon sehr gut vorbereitet sein. Und das decken wir halt eben mit dem Krafttraining ab, dass es dann, wenn es darauf ankommt, auch die Qualität schon direkt stimmt und die Wiederholung nicht zu sehr eben auf die Knochen gehen, sagen wir dann. Ja. Und das Fahrrad steht hier auch hier in der Halle. Das ist ja auch, sage ich mal, wo du einen kurzen Weg hast, was für dich ja auch immer wichtig ist, sage ich mal, die Zeitersparnis. Und das Fahrrad benutzt du auch immer wieder, sag ich mal, so zwischen den Übungen oder auch vor dem Training, oder wie nutzt du so unser Martin? Ja, also ist gern gesehen natürlich bei allen Mädels. Ich nutze es zum Warmmachen, dann fährst mal eben deine 15 Minuten, aber auch als Ersatz für eine konditionelle Aufgabe, sei es dann irgendwie so Intervalle fahren oder ausfahren oder so, wenn man sich irgendwie müde fühlt, auch an einem Recovery-Tag, wenn ich am Tag davor Übungen gemacht habe, schwere Beine habe, einfach ein bisschen ausfahren, immer eine gute Möglichkeit. Und wenn es halt direkt in der Halle steht, dann kriege ich auch alles mit, also nichts verloren. Ja, super. Und Recovery, was du gerade auch sagst, auch auf dem Bike, aber grundsätzlich ist ja, glaube ich, immer der Wechsel auch ganz wichtig zwischen, okay, komplett Fokus und, sage ich mal, Belastung, aber auch diese Regenerationsphasen. Wie machst du das für dich? Ja, natürlich, also wir haben in der Woche in etwa einen Plan, wie wir den gestalten wollen. Also so ein Montag, der so zum Einstieg dient, Dienstag ein erster kleiner Peak in der Woche, Mittwoch ruhig, Donnerstag wieder ein Peak. Also so versuchen wir uns halt durch die Woche zu arbeiten, aber muss man dann auch tatsächlich ab und an mal tagesformabhängig machen. Ich hatte halt jetzt in letzter Zeit viel mit gesundheitlichen Problemen zu tun und dann heißt es, okay, ich komme in die Halle, ich habe mir das vorgenommen, wie viel können wir davon erreichen und wie viel ist vielleicht zu viel. Deswegen setze ich jetzt vor allen Dingen auf Recovery und dass mein Körper bestmöglich auf die Belastung reagiert und ich nicht zu viel Zeit verliere, wenn es dann doch zu tief geht. Und ja, so gestaltet sich das. Ist das Thema Selbstkenntnis oder sich selbst zu kennen ja ganz wichtig und auch den Körper zu kennen und wie du damit auch umgehst. Und deswegen, sag ich mal, wenn man jetzt nach vorne schaut, Olympische Spiele. Du warst in Tokio ja mit dabei, wobei Paris ist jetzt näher. Es ist nicht mehr unter Corona-Bedingungen, sag ich mal. Es ist ja jetzt wirklich so ein Highlight, glaube ich, was für dich ja auch ganz besonders ist. Du startest im Mehrkampf. Ne? Wie gehst du jetzt, sag ich mal, so in die Spiele rein? Also hast du die gesamten Spiele so im Kopf oder bist du, sag ich mal, erstmal klar bei deinem Wettkampf? Also wie nimmst du